Und von Nike zu Sandra Navidi von Beyond Global. Aber liebe Sandra, wir wollen nicht über Nike sprechen, sondern über US-Präsident Bush, sag ich schon, natürlich über Herrn Trump. Wie sieht es da aus? Er hat ja jetzt die Wahl vor sich. Die Umfragen, die sprechen gegen ihn. Wird das nochmal rumreißen? Und wenn ja, wie? Vorerst sieht es schlecht aus, denn die Schlagzeilen in den USA im Hinblick auf Corona sind absolut dramatisch. Die USA stellen nur 4% der Weltbevölkerung, aber jetzt 20% der Ansteckungsfälle, also überproportional viel. Und dieser Trend verschlimmert sich täglich. Und jetzt hat ja Trump auch einiges, was Deutschland betrifft, angedeutet. Erneut wieder Strafzölle gegen europäische Unternehmen in den Raum gestellt. Der Abzug der amerikanischen oder ein Teil der amerikanischen Truppen aus Deutschland. Will Trump Deutschland speziell wirtschaftlich schaden? Wenn er das könnte, würde er das sicherlich tun, soweit es in seiner Macht steht. Aber ich denke, auch der Truppenabzug war insbesondere eine Machtdemonstration, denn das hat er ja ganz alleine entschieden, nicht in Abstimmung mit den Republikanern oder dem Kongress und schon gar nicht mit den Alliierten, wie sich das gehört. Es macht auch gar keinen Sinn für die USA. Die USA stellen ja keine Söldnerarmee, die man verkaufen kann an denjenigen, der den höchsten Preis bietet. Und das ist ein wichtiger strategischer Stützpunkt für die USA insbesondere. Also sie schaden sich da selbst. Das Gleiche mit den Strafzöllen. Immer wenn sich der Handelsstreit zugespitzt hat, gehen die Börsen in den Keller in den USA. Aber wer weiß, was sein Plan ist. Rational ist das ja schwer zu erklären. Vielleicht will er die Lage erst einmal wieder verschlimmern, damit er vor den Wahlen das Ruder rumreißen kann, damit die Börsen steigen. Aber ich glaube, die Börsen können ihm auch nur noch ganz begrenzt helfen. Aber apropos Börsen, die steigen ja tatsächlich jetzt wieder seit einigen Monaten schon, trotz seiner Eskapaden, trotz seines schlechten Managements der Corona-Krise. Also scheint das ja zumindest auf die Börsen keinen negativen Einfluss zu haben. Naja, die Börsen sind gestiegen, vor allen Dingen wegen der Zentralbankpolitik, also dieses unendlichen Gelddruckens. Trump hat jetzt nochmal Wahlgeschenk oder man könnte auch sagen Wahlbestechung in Aussicht gestellt. Und hinzu kommt auch noch, dass jetzt unheimlich viele Privatinvestoren hinzukommen. Die Leute waren ja auch in den USA wochenlang im Lockdown, viele junge Männer auch, die nicht mehr zu Sportspielen gehen konnten. Es gab auch weniger Sportwetten deswegen. Und man sagt, es hat sozusagen den Platz eingenommen von Wetten. Und wenn alle Privatleute auch sehen, dass die Märkte immer weiter steigen, dann wollen sie auch daran partizipieren. Und das hat insgesamt diese enorme Zunahme an Privatinvestoren auch nochmal zu dieser Aufwärtsbewegung beigetragen. Sagt die US-Expertin Sandra Navidi, ganz herzlichen Dank für diese Einschätzungen.